Ein neues Jahrzehnt, ein neues frühstückliches Stadtfilmabend. Greift euren Kaffee. Und eure Frühstückscerealien. Okay, was sind die Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben? Wir brauchen warme Kleidung. Mindestens 6 meiner Kolonisten. Alle außer Jefim und Carsten. Jefim und Carsten sind warm angezogen. Das heißt, wir müssen jemanden auf Schneiderei einstellen. Ich glaube, wir haben hier schon einen Tisch, da wird schon geschneidert. Also mit dem Problem wird sich schon beschäftigt. Ja, dann gibt es eine Wundinfektion bei einem unserer Gefangenen hier. Ratte. Und ich liege krank im Bett wegen Kratzern und Alkoholtoleranz. Okay. Ja. Und das Shuttle fliegt weg. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen. Das ist schon eine sehr schöne Basis. Was uns noch so ein bisschen fehlt, ist hier sowas wie eine Sollbruchstelle mit einer Killbox, damit wir nicht von irgendwelchen Angreifern wieder geärgert werden. Und hier könnte man eventuell wieder ein paar von diesen Trockenlegdingern hinbauen, die wir allerdings noch nicht bauen können. Stelle zum Meditieren für Markus benötigt. Okay. Wo machen wir bei Diverses bestimmt? Stelle zum Meditieren für Markus. Markus Meditierstelle. Vielleicht hier. Wie wäre das? So. Und dann hoffen wir, dass in dieser Gegend, wo immer Winter ist, lange genug Sommer ist, damit wir hier die Sachen noch ernten können. Okay. Gut, das ist schon alles abgebaut worden. Sehr schön. Sollen wir die Böden auch rausnehmen? Brauchen wir eigentlich nicht. Okay, also wo ist unsere Sollbruchstelle? Hier ist direkt das Gefängnis, also wenn die hier angreifen, dann hätten wir hier so einen schmalen Grat, wo wir Fallen legen können, wo die durch müssen. Und wir könnten hier ein bisschen... nichts passiert. Oh, Mu versprach... Nunu versprach Mu Hoffnung und fragte, ob sie der Kolonie beitreten will. Mu hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Nunu bei. Sehr schön. Gucken wir mal. Die ist ein Sheriff. Aufsehen machen, macht die dann mal. Und kochen. Dann haben wir jemanden, der kocht. So. Hauptberuflich quasi. Guti. So, also wenn wir das hier bauen, dann können wir hier quasi Befestigungen bauen, hinter denen wir uns verschanzen können. So. Haben wir Eisen? Bisschen Eisen haben wir. So. Guti. Dann
müssen wir hier noch Strukturen hinbauen. Und das müssen wir dann abreißen, glaube ich. Stattdessen dahin bauen. Und dahin. So. Wo schläft Mo? Wo ist Mo? Mo schläft im Lager. Okay, das ist natürlich keine Dauerlösung. Sehr gut. Sehr schön. Gut. So. So. Achso, hat gespeichert. Mehr war da nicht. Gut. Dann machen wir das mal so, dass sie durch die Fallen müssen. Oh, schwerer Zusammenbruch. Warum? Was ist los? Heike und Jefim und Mu redeten über das Zähmen von Walrossen. Mu erzählte Nuno einen Witz über Lieblingsfrisuren. Mu redete mit Nuno über Espen. Heike und Mu quatschten über das Trainieren mit Säbeln. Sehr Thema für Nussi. Ein Steinbock wurde zahm, sehr schön. Heike und Mu tauschten ihre Gedanken über die Romantik aus. Okay. Bin entzückt. Gut, Tiere. Zapp, zerapp. Noch ein Steinbock, der sich zu Eduard und Tuffy gesellt. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Kann nicht direkt neben Fallen aufgestellt werden. Na gut. Wie gesagt, ohne diese Schutzanlagen ist das alles ein bisschen provisorisch, aber so verrückte Tiere oder so wird das aufhalten, denke ich. Siehst du, da wird unser Gefängnis fertig. Kerstin und Mu prügeln sich nicht mehr. Was war da los? Okay. Warte. Das müssen wir genau untersuchen, ja.
Benj und Mu machten sich Gedanken über die Philosophie. Kerstin beleidigte schamlos die Genitalien von Mu. Das hat Mu richtig wütend gemacht und sie schluck zu. Nussi erzählte Mu einen Witz über das Essen. Okay. Wie sieht Kerstin das? Aha. Kerstin und Ratte. So. Okay, Kerstin hat mit Ratte geredet und dann angefangen, Mu zu beleidigen. Interessant. So, da haben wir unser neues Gefängnis. Müssen wir noch ein paar Betten reinbauen. Und natürlich eine Lampe. Und dann brauchen wir natürlich auch Strom. So. Zap und zap. Hier unten bauen wir auch einen hin. Cool. Dann brauchen wir hier natürlich noch Tisch zum Essen und so. So. Dann machen wir das Ganze ein bisschen schick. Und sobald Ratte sich der Kolonie angeschlossen hat, können wir das dann zu einem normalen Aufenthaltsraum machen oder so. Gefällt Nussi sein Schlafzimmer? Abscheuliches Schlafzimmer, Asket, plus 5, Stimmung. Sehr gut. Belagerung, West Starfabron. Starfabron. Ach, Belagerung. Das ist, die schießen dann wieder, die Arschlöcher. Was haben die denn für Waffen dabei? Repetiergewehr. Das ist alles Schrott, was sie dabei haben. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, weil dann kommen wir nämlich hier an. Ich speichere sicherheitshalber mal ab. So. Ah, okay. 3, 4, 5, 6, 7. Mu könnte auch mitkommen, aber erstens liegt die im Krankenhaus. Und zweitens hat sie keine Laufrausch. Dank ihres hohen Stimmungswertes hat nur noch eine Inspiration erfahren. Sie wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Okay. Muss ich mir so ständig so um Dauerlauf vorstellen oder was? Ah! Carsten ist tot, okay. Warum rennst du auch geradeaus drauf zu, anstatt zu schießen mit deiner Waffe? Lieber Carsten. Okay, also so direkt geradeaus drauf zu ist vielleicht eine blöde Idee, aber wir können uns ja verschanzen hinter den Felsen dort. Und vielleicht funktioniert das besser. Aber es geht schon wieder los und ich habe hier schon wieder Kämpfe, die ich nicht gewinnen kann. Okay. Na gut. Oh, cool. Die kommt da schon gleich an jetzt. Könnt man hier unten hin.
Oh, wow. Jetzt Jef ihm tot. Okay. Na, Carsten auch wieder tot. Okay, Carsten, was ist mit dir los? Warum stirbst du immer? Okay. Carsten. Immer am Sterben. Okay. So, Hatmu. Haben wir irgendwas wie eine Waffe hier noch drin? Nee, haben wir nicht. Okay, gut, dann. Bench, Jefim und Carsten verschanzen sich mal hier. Markus, Heiko, Kerstin und Nussi. Die gehen bitte hier hin und dann dahin. Dann rennen wir denen nicht direkt entgegen hier. Carsten, geh mal ein bisschen in Deckung hier. So. Ha! Geil. Okay, das läuft schon mal besser hier. Sehr gut. Mit Jefim vielleicht von hier angreifen. Nein, du sollst durchs Wasser. Ah! Oh, wow. Okay. Ah, jetzt hauen sie ab. Sehr gut. Okay. Kannst du mal Bench retten? Und der Rest geht nach Hause. Cool. Cool, cool, cool. Jefim, toll, ist jetzt hinten rum. Mann, Mann, Mann. Siehst du, Taktik ist alles, aber dass sie hier immer mit ihren scheiß Belagerungen kommen, das ist irgendwie unfair. Du kannst hier die Maschinenpistole greifen. Das bauen wir auseinander. Coolio. So. So, Bench, wie sieht's aus mit deiner Gesundheit? Oh je. Yeah. Gut. Ah, medizinischer Süßkind. Medizinischer Notfall. Ah, nein, nicht Carsten. Okay. Markus, bring mal Carsten ins Krankenzimmer. Und wo ist Bench? Wie geht's Bench? Gucken wir mal, wie es Bench geht. Mich interessiert, wie es Bench geht. Tod in 3 Stunden, extremer Blutverlust, mehrere Brüche, Schnitte, alles Mögliche. Okay. Wie geht's Carsten? Tod in 3 Stunden. Okay. Markus,
Warte mal, machen wir mal Carsten. Markus kümmert sich um Carsten. Priorisiere Verpflegen von Carsten. Okay. Heiko, ich bin da unten. Ich kümmere mich mal um Bench. Und der Kerstin Nussi kümmert sich um Kerstin. Aha. Wie lange lebt Kerstin denn noch? Kerstin ist schon versorgt, sehr gut. Okay, ist, wie geht's Süßkind? Ist auch verbunden, sehr schön. Was kann Süßkind? Kann, ach, Pyromane, okay, Pyromane. Okay, dann sagen wir mal, wenn es dir wieder gut geht, dann darfst du nach Hause gehen, weil Pyromanen brauchen wir hier nicht, ganz ehrlich. So. Der heutige Kaffee wird gesponsert von Domino Classics. Mann, Mann, Mann. Linker Mittelzeh abgeschossen. Okay. Würde ich mal sagen, Carsten, hast du Glück gehabt. Okay. Süßkind Sheriff kann wieder laufen. Okay. Ist auch was, ist hier. Ständig greifen irgendwelche Sheriffs an. Ist auch nicht normal. Okay. Vielleicht sollten wir einfach mal hier auch die Gräber graben. Dann brauchen die nicht so weit tragen. Ja. Mensch kann wieder laufen. Nur sie trinken Bier. Nunu spielt Schach. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Bäume noch abholzen. Weil für die Möbel scheinen wir nicht genug Holz zu haben. Das ist auch nicht mehr so scheußlich viel Essen, fällt mir gerade auf. So, können wir irgendwas jagen? Elche können wir jagen. Hirsche können wir jagen. Wildschweine, weiß ich nicht, aber Ratten. Weiß nicht, ob die schmecken. Und Truthähne versuchen wir weiterhin zu zähmen. Okay. Oh, Carsten ist vollständig geheilt, aber der Zeh ist nicht nachgewachsen.
Schnittnabelmesser quälend. Okay. Vollständig gehalten nennen die das, ja. Am linken Auge. Am linken Auge eine quälende Schnittnarbe. Okay. Wie interessant. Ja, da liegt auch noch Essen, sehr gut. Genau, das könnt ihr alle mal mitnehmen. Und was ist das hier? Schwere MP. Die müssen wir alle mal einsammeln, bevor die kaputt gehen hier. Solange die noch heile sind. Genau das gleiche gilt für die Bauteile. Die wären nämlich auch schlecht draußen. Okay. So, und dann könnten wir hier, das ist ja jetzt drinnen, schon mal eine Zone machen mit diesen Nuku-Pilzen, die man ja nur drinnen und im Dunkeln anpflanzen kann. Wenn wir das schon überdacht haben hier. Und ich weiß nicht, ob wir den Stall mit an sollen an das Lüftungssystem, damit im Winter das für die Tiere dann noch warm wird, weil momentan haben wir hier ja, na gut, die sind gerade ausgegangen. Okay. Machen wir das einfach mal, aber dann hier, dann kann man die ausstellen, ohne dass was anderes dran hängt. Besuchergruppe, eine Gruppe der Fraktion Our Fun Roboron besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Waren zum Handeln dabei zu haben. Okay, schauen wir doch mal. Wer ist in der richtigen Verfassung, um zu handeln? Ich glaube, das kann Nunu mal machen. Die hat gerade gute Laune. Du, 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 du. Zack. Zack und Lloyd. Das ist klingt wie ein Pauly Shaw-Film aus den 90ern. Zack und Lloyd handeln Sachen. Okay, wir könnten die Waffen hier verkaufen, zum Beispiel die schlechte schwere MP für 36 Euro. Wir bezahlen hier mit Euro, das ist neu, oder? Dass Silber Euro sind? Ist mir noch nie aufgefallen. Das könnten wir machen. Richtig tolle Sachen zum Kaufen haben die nicht. Man könnte ein bisschen Medizin und Überlebensrationen kaufen, 5 Stück. Oh, siehst du, wir haben 2 schwangere Tiere, das ist sehr gut. Okay, dann kaufen wir mal die Überlebensrationen, die brauchen wir irgendwie. Und die Medizin für 229 und verkaufen die schlechte schwere MP. Können uns das dann leisten. Okay. Du kannst auch gleich was mitnehmen, Nuno. Danke. So. Und ich trage mal das Essen. So. So, Mo, was hast du für eine Waffe hier? Maschinenpistole normal. Macht gute Handhabung und Feuerrate wieder wett. Also keine besonders gute Reichweite. Was ist das Problem mit dem Sturmgewehr hier? Gasbetriebenes Sturmgewehr, das universal eingesetzt werden kann. Gute Reichweite, moderate Durchschlagkraft und gute Genauigkeit. Und das dritte, was wir hier noch liegen haben, war, glaube ich, eine Autoschrotflinte, oder? Biokodierte Maschinenpistole. Biokodiert. Das heißt, können wir wieder nicht benutzen, weil wir nicht Julia Frost heißen. Okay. Na gut. Was macht Bench da eigentlich? Okay. Wir brauchen aber Licht hier drin. Warte mal. Was ist nun los? Verrücktes Wildschwein! Ah! Zum Ort springen. Okay. Gucken wir mal. Oh, super. Freies Essen. Inspirierte Operation Nuno. Okay, sehr gut.
Oh, Tutta Tutta. Sehr gut. Ah, scheiße, die greifen unsere Gäste an. Das ist nicht gut. Okay, ist vielleicht doch gut. Lauf nicht in die Fallen, Leute. Das ist, ich habe nur aus Spaß gesagt, das ist wie ein Polishow-Film. Du brauchst nicht demonstrieren, dass es tatsächlich wie ein Polishow-Film ist. Okay, also, wieder eine halbe Stunde rum. Werden wir beim nächsten Mal sehen, ob Lloyd in die Fallen reinläuft. Oh, okay, dann Call to Action, wie geht das noch? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt die Glocke und subscribt, aber in anderer Reihenfolge. Und habt ihr auch schon mal in eine Falle getreten, dann schreibt mir einen Kommentar. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Heiko.